Aber geil, aber wie sie sich aufgespielt haben und dann beide Meier gehen. Ah, oh, schön. Ich hätte nicht erwartet, einem Träger mit dieser Brosche zu begegnen. Umso erleichterter bin ich, dich zu sehen. Kann ich von dir Stillschweigen erwarten? Worüber? Über diese ganze Unterhaltung. Die Bitte, die ich an dich richten will. Die Tatsache, dass ich die Madame in meiner bescheidenen Art und Weise unterstütze. So unwahrscheinlich es klingen mag. Innerhalb der gesellschaftlichen Elite von Sanbrec finden sich auch solche, denen die barbarische Behandlung der Träger zutiefst missfällt. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Diese Stadt wird allein von ihren Trägern am Laufen gehalten. Dennoch gibt es viele, die ihre Sklaven hungern lassen. Nicht etwa aus Geldnot. Einfache Mahlzeiten kosten schließlich so gut wie nichts. Nein. Aus reiner Freude am Leid anderer. Es ist nichts als pure Grausamkeit. So abscheulich es auch ist. Meine Landsleute würden sich eher ins eigene Fleisch schneiden, als den Hunger ihrer Träger zu stillen. Und meine kleinen Bemühungen, Rationen zu verteilen, sind trotz größter Vorsicht leider entdeckt worden. Was uns zu meiner Bitte führt. Dein Brandmal eröffnet dir tatsächlich auch gewisse Möglichkeiten. Solche, die mir von großem Nutzen wären. Gut. Was genau soll ich tun? Ich danke dir. Eine einzelne Mahlzeit ist vielleicht nicht viel, aber den Trägern bedeutet es die Welt. Teil das hier an sie aus, aber bleib unbeobachtet und beeil dich. Was ich bereitstellen kann, soll dort ankommen, wo die Not am größten ist. Momentan ist sie das hier in der Garnison. Drei Träger, überlastet und unterernährt. Ihnen ist nicht eine einzige Pause vergönnt. Kein Wunder, dass die meisten nicht alt werden. Ja, es ist tragisch. Aber lass dich von deinem Zorn nicht aus der Ruhe bringen. Es gilt bereits als Widerstand gegen die kaiserliche Autorität, den Unterdrückten ein wenig Beistand zu leisten. Bitte übe dich in Diskretion. Nicht nur um unseretwillen, auch für die Träger. Ach, und wenn es getan ist, sei doch so freundlich und gib einem der Mädchen der Madame Bescheid. Du wirst nicht bleiben? Ich fürchte, nein. Man erwartet mich in der Hauptstadt. Allein mit diesem Gespräch habe ich schon viel riskiert. Das wär's aber, wenn wir ihn wieder treffen würden. Das wär's! Ah, so quasi dann später. Ah, du hast quasi mir geholfen. Ich helfe jetzt dir. Irgendwas in dem Dreh. Wär schon cool. Wär schon echt cool. Hier ist etwas für dich. Ist aber auch wichtig, dass es auch so welche Leute gibt. Vom Kämmerer? Das ist schon geil. Ich danke dir. Du musst jetzt gehen. Schnell, bevor dich jemand sieht. Bitte. Träger, hier gibt's keine Pause. Ui. Die Esse soll glühen, verdammt. Ui. Und du? Wenn du eine Nachricht für mich hast, dann spuck sie aus. Wenn nicht, zurück an die Arbeit. Okay. Wir gehen schon wieder hackeln. Na gut, Alter. Die Alte hat gleich gar noch Glück gehabt wegen uns. Na super. Ey. Das wollten wir nicht. Das wollten wir nicht, dass die Tante da noch Ärger kriegt. Wartest du etwa darauf, dass es von selbst heilt? Mach schneller! Ja, aber die Story hat eine komplett andere Bedeutung. Jetzt ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt. Dass die quasi ausgenutzt werden und alles drum und dran. Schlimm, wirklich extrem schlimm. Der muss sie das Gewandel trocknen, die muss heizen, der muss heilen. Schon schlimm. Schon sehr, sehr schlimm. Das hatte ich bitter nötig. Da wird mal wieder bewiesen, danke, was die für Qualen und alles erleiden müssen. Ich will nicht erwischt werden. War es schon immer so schlimm? Ohne den Kämmerer wären ich und viele andere schon tot. Seit er uns hilft, geht es uns ein wenig besser.
Das ist immerhin etwas. Und ist er jetzt fertig mit dem Hade? Ja, aber ist doch immer nicht fertig mit dem Heilen. Scheiße. Die soll ich da helfen. Das reicht, verdammt. Geh mir aus den Augen. Nächstes Mal geht das gefährlich schneller. Hast du das verstanden? Wow, ey, das ist froh, dass er dich überhaupt heilt. Er kann halt aber auch nichts anderes machen. Das ist ja das Beschissene. Ja, das kannst du sicher brauchen. Der Kämmerer muss sich geschickt haben. Doch meine Arbeit ist noch lange nicht getan. Wenn ich aufhöre, gibt es Prügel. Du musst dich ausruhen. Ich kann nicht. Nicht solange es noch Wunden zu versorgen gibt. Und wann versorgst du dich selbst? Weggegeben? Das muss warten. Und essen kann ich später. Trotzdem, danke. Da gibt's ne Menge Wunden, Digi. Da wisst ihr bis morgen nicht fertig, Kamera. Als die Träger des Kaiserreichs. Ich sollte zum Schleier. Und siehst schon wieder den nächsten Haverer. Siehst schon wieder den nächsten Haverer wieder heilen. Bist du deppert. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, sonst kriegt der eine. Wieder noch schlechter behandelt als wie vorher. Wahrscheinlich. Safe, safe sogar. Na, bist du geschäftlich hier? Oder zum Vergnügen? Definitiv Vergnügen. Zum Vergnügen jedenfalls nicht. Ich habe für den Kämmerer Essen verteilt. Ah, also hat er jemanden gefunden, der ihm hilft. Besser ist es. Ich habe gehört, dass seine Freunde am Hof in letzter Zeit zu viele Fragen stellen. Er ist also wirklich ein Kämmerer. Es gab eine Zeit, da galt er als der bedeutendste Kunde des Schleiers. Für uns Mädels war er eine Art großzügiger Onkel. Er war einer der wenigen hier, die an der Art, wie das Kaiserreich die Träger behandelt, Anstoß nahmen. Selten für jemanden seines Standes. Das dachte sich die Madame auch. Ein kleiner Schubs in die richtige Richtung und schon wurde er zum Schutzpatron der Hungerleidenden von Nordstedt. Wir haben zwar unseren Onkel verloren, aber wenn die Träger dafür was zu essen bekommen, beschweren wir uns nicht. Oder kaum. Freut mich zu hören. Das gibt einem ein klein wenig Zuversicht, oder? Zu wissen, dass es Menschen wie ihn gibt. Und Menschen wie dich. Kein Wunder, dass die Madame so von dir schwärmt. Ich mach mich lieber auf den Weg. Wir tun ja auch extrem viel für das Wohl der Träger und alles hier in der Nähe. Also, wir sind da recht motiviert und es geht sich ums Arschlecken nicht aus. Really? Really, Digi? Alter, ich glaube, ich werde hier ja wirklich verarscht. Sag's da, Alter. Ich werde safe verarscht. Mich würde es nur interessieren. Geh mal kurz.